Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Train Drivers and Aliens. Wunderschön, dass ihr mit dabei seid und wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen die Mods weiter gemacht. Ich habe jetzt nämlich auch einen wunderschönen Shader-Mod mit drinnen. Ich hoffe mal, dass das dann gut aussieht mit der Codierung. Wollte die nämlich gerade umstellen, aber dann war die komplette Voransicht verbuggt, also irgendwie, ja. Ist jetzt noch nicht so geil, müssen wir mal sehen. Ja, wir werden uns jetzt erstmal schnell ins Bettchen schmeißen. Und dann mal weiter gucken. Mir wurde in den Kommentaren meine Befürchtung leider bestätigt, dass der dass dieser Assembly Table leider nicht dafür gedacht ist, alle Züge herzustellen, sondern ich brauche noch Tier 1 und Tier 2 zusätzlich. Müssen wir uns halt noch bauen, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich habe mir überlegt, dass ich ja da oben bauen möchte. Jetzt habe ich mir da verschiedene Ideen mal angeguckt gehabt. Das eine wäre, dass wir gotisch bauen, also wenn ihr diese Kathedralen kennt, an der Seite mit diesen schönen Bögen und so weiter, ist sehr hoch und sehr, sehr bögenfiziert. Ich meine, ich habe doch eigentlich eine Testwelt. Doch mal einen kleinen Test gemacht. Wartet mal, hier in der Teaserwelt hatte ich noch ein bisschen rumgebastelt, dass ihr seht, was ich das so grob meine. So, da war ich in irgendeinem Dorf, richtig. Wo ist denn jetzt, finde ich das jetzt auf die Schnelle? Ich hatte das doch... Ich war mir eigentlich recht sicher, dass ich hier diese Mauer hingestellt hatte, um es einfach mal zu testen, wie das denn aussieht. Variante 2 ist, dass ich damit den Shader getestet habe, ob dann noch alles funktioniert. Ich hätte da irgendwo eine Mauer hingestellt. So, da lädt die Map aber nicht. Das heißt, in der Richtung war ich noch gar nicht. Lasst mal schnell gucken. Ich bin von da gekommen, von rechts. Da ist er. Das heißt, ich muss jetzt nach rechts und dann geradeaus weiter. Rip. Nach rechts und geradeaus weiter. Dass ihr mal so eine kleine Vorstellung bekommt, wie das grob aussehen könnte. Das wäre nämlich dann eine Alternative. So, es ist die Rückseite, die habe ich jetzt bloß im Glas verblendet, also so sieht es da nicht aus, sondern so in etwa. Dass man hier überall erhöht hat, hier überall mit so Bögen gebaut hat, dann schöne Variationen hier so reinbringt. Ja, versteht ihr schon, wie so grob gemeint ist. Variante 2 wäre, dass ich mir das Gebäude von Stranger Things 2 nehme, dieses Wissenschafts- oder ja, dieses komische Gebäude da, wo halt die ganze Action stattfindet. Und diesen Stil reinnehme, jetzt halt nicht zu 100% rein kopiere, aber es so ähnlich mache. Einfach mal unten in die Kommentare reinhauen, was euch denn so gefällt. Wer die Serie nicht kennt, einfach mal... googeln bei Stranger Things. Da seht ihr auf jeden Fall... Und dann das Gebäude, dieses wissenschaftliche Gebäude da, wo sie im Keller die bösen Sachen haben. Das würde nämlich auch thematisch ganz gut dazu passen und ist halt dann eher so ein Industriebau. Mal so grob gesagt. Ja, das sind so die Überlegungen, die ich mir gestellt habe. Von dem her würde es mich jetzt interessieren, was ihr dazu meint. Das hier reißen wir jetzt mal ab, weil das geht uns langsam auf den Senkel. Und dann werden wir jetzt mal die anderen Assembly Tables noch zusammenschustern, um hier mal zumindest mit Dampf ein bisschen was machen zu können. Und ich muss noch eine andere Behauptung prüfen, dass ich nämlich aus den normalen Schienen Dingses machen kann, die Traincraft-Schienen. Habe ich noch die ganze Rüssion? Ja, habe ich noch. Ja, okay, sieht jetzt auch deutlich bedrohlicher aus. Ich habe jetzt für die Oberwelt auch wieder den Spawn der Aliens aktiviert. Das heißt, die werden uns jetzt dann wieder mächtig auf den Sack gehen. Aber es ist ja Job in dem Modpack, von dem her ist es okay. Ach ja, wer sich fragt, welcher Shader das ist, ich weiß es nicht mehr. Video Settings, Shaders, der Continuum 1.3 ist es. So, und unten seht ihr auch für diejenigen, die es interessiert, was denn so für eine Grafikkarte momentan drin ist. Und es sind 16 GB RAM etwa zugewiesen. Dann habe ich das jetzt auch mal erwähnt. Da kam dann doch die ein oder andere Frage. So, dank den Shaders kenne ich mich jetzt aber nicht mehr aus.
glorreich. Ah, das sieht einfach schon ziemlich geiler aus. Also da kannst du sagen, was willst. Ein Shader macht aus einem Modpack nochmal was ganz was anderes. Sieht sehr viel schöner aus. Oh nö. So viel zum Thema, möchte ich auf den Sack gehen. Ich komme in Frieden. Außer wenn ich dich sehe. Alter. Hör auf, so schnell zu sein. Dreckigen Viech, Alter. Hui. Ist das dein fucking Ernst? Bohrt sich die Säure jetzt neuerdings da durch? Spiel? Serious? Nein. Mal schnell irgendwas essen hier. Spring Salad. Macht das jetzt einen Block kaputt oder mehr? Okay, nur einen. Hat sich bloß so komisch angehört dann. Ja, okay. Also ich habe den Mod nicht geupdatet. Plötzlich funktioniert es aber. Kann sein, dass er vielleicht nur auf Steinen das richtig macht und ansonsten nicht. Naja, eigentlich will ich nur kurz in die Mine rein, um mir ein paar Schienen zu holen und das dann mal auszutesten. Zudem brauchen wir eh noch den ganzen Goodie-Stuff, der hier rumschießt. Ja, komm, nehmen wir ein bisschen mal mehr mit. Jetzt haben wir ja ein bisschen Platz. Und ein bisschen Kupfer dabei zu haben, ist jetzt auch nicht verkehrt. Werden wir noch jede Menge brauchen. Spiel, hör auf zu lecken. Ist kein Bock darauf. So und so. Das ist dann so strahlend. Das ist irgendwie strange, aber auch irgendwie cool. Kopfbauer, Kopfbauer. Sieht alles aus wie Eisen hier unten, aber scheiß drauf. Passt schon. Alles gut, alles gut. Hm. Shader, tu mir das nicht an. Sei bitte performant. Sei performant. Du bist performant. Hier habe ich jetzt allerdings keine Schienen mehr übrig gelassen. Liegen denn hier noch welche? Da sind welche. So. Dann überprüfen wir mal die Behauptung, dass ich die... Ach, hier ist wieder das Wasser. Au! Das gab schon des Öfteren Probleme, das Wasser. Ich muss mal gucken, ob ich das ausschalten kann. Die Verschaderung. So, ey. Mit Shader-Spiel sieht das komplett anders. Das gibt's auch nicht. Da müsste ich hochkommen, ne? Ja. Warte mal kurz, wenn ich in den Options, Video Settings, Details, das Wasser, Water Default, Water Fast, Water Fancy. Nehmen wir mal Water Fast. Vielleicht hilft es ja schon mal ein bisschen. Sun and Moon on, bla bla bla. Transcendence, blocken wir mal auf Fast. So. Mal gucken, ob das... Die minimalen Frames, die ich vermisse... Na toll. Die minimalen Frames, die ich vermisse, jetzt nachholt. Naja, gut. Das ist halt bei Shadern so. Manchmal kriegen sie es nicht so hundertprozentig gebacken mit den Schatten hier. Aber trotzdem sieht es echt sehr viel besser aus. Darum lasse ich es drin. So, schub, schub, schub. Also es fühlt sich schon mal runter an. Jetzt gucken wir dann einfach mal, inwieweit das was gebracht hat. Und ich muss jetzt dringend mal den sauberen Abstieg schaffen. So, flop, 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 hinauf, 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 hinauf. So, hier wird's hell. Sehr schön, sind wir daheim. So, hier sieht es eigentlich relativ unverändert aus. Es passt alles. Ja, wenn es aus der Höhle rauskommt und alles überstrahlt es erstmal so. Wasser sieht auch noch schwer okay aus. Jetzt gehen wir mal davor zu dem See. Mal gucken, wenn die Frames jetzt nicht so arg droppen, dann haben wir es eigentlich ganz gut eingestellt, denke ich. Es geht ein bisschen besser, aber es ist okay. Muss man da einfach mal mitleben können, dass es vielleicht nicht so extrem unglaublich butterweich ist, wie man es gerne hätte. Aber ich kann damit spielen, damit ist es erledigt für mich. Gut, also kann ich die wirklich umwandeln? Ich kann sie umwandeln. Okay, ist in diesem Modpack also
Grundsätzlich so aktiviert. Das ist ja das die Default-Einstellung von Traincraft, von dem her funktioniert das. Gut, dann nochmal danke für den Tipp. Dann muss ich die nämlich nicht einschmelzen, sondern kann die in Zukunft dann einfach verwenden. Dann stopfen wir jetzt mal hier die Lücke. Oh, komm her. Hallo? Zack, zack, zack. Schön. So, das ganze Zeug hier ist jetzt leider nicht reif. Das lassen wir jetzt, lass ich stehen. Ja, es wird jetzt mit der Zeit sich zersetzen. Ist egal. Ich habe genug Saatgut davon. Das stört mich jetzt erstmal nicht weiter. Dann kam der Dreck. Aber ich glaube, den hatte ich hier unten rein, ne? Den Dreck hatte ich. Hallöchen, kein Platz mehr. So, hatte ich noch was in der Zwischenzeit gemacht, das ihr nicht mitbekommen habt? Ich glaube, nein. So, mal kurz als Vergleich, ne? Also so sieht es jetzt mit einem Shader aus. Schön, Video-Settings, Shaders, off. Das dauert jetzt kurz. Dann könnt ihr mir nämlich auch mal in die Kommentare schreiben, wie es euch besser gefällt. So, so sieht's halt ohne Shader aus. Ist ein ganzes Stück runter zu spielen, also der Shader kostet Ressourcen. Ist generell bei mir bei dem Rechner so mit Optifine, dass es ein bisschen hakelig ist. Herb Garden, nice. Mal den gleich mal kaputt. Und ja, ich werde halt die andere Variante ohne. Video Setting, Shaders, Continuum. Ich kann nochmal andere ausprobieren, also da gibt es verschiedenste Shader. So, Spectacular, Render Quality einfach ändern. Was kann ich denn hier noch einstellen? Ah, das Profil High, Ultra, Cinematic, Low, Medium, Standard, High. Was ist denn Cinematic? Das wird wahrscheinlich, wenn die Frames komplett weg sein, aber. Was soll's? Boah, jetzt baut er auf. Ja gut, ja gut. Ja gut. Ist schon schön, aber jetzt nicht. Jetzt nicht so. Warte mal. Ja, dann müssen wir kurz ein bisschen aufbauen. Ein bisschen aufbauen und ruckeln uns nach oben. Ach, leck. Hey, die ziehen Leistung. Das ist so bitter. Also bei mir sieht es jetzt kein bisschen besser aus als bei euch in der Aufnahme. Aber ganz ehrlich, das hier ist mein eigenes Modpack. Da kann ich auch mal ein bisschen rumtesten hier mit euch. Dann seht ihr auch mal ein bisschen was von der Technik im Hintergrund. Gefällt euch ja bestimmt auch. Ja, wir sehen viel. Nice, gute Idee, da hochzugehen, Cäsar. Richtig gut. Okay, das hier ist die Cinematic-Einstellung, also die höchste, die es gibt, soweit ich das jetzt gesehen habe. Dann gehen wir nochmal auf unsere Settings, auf die Shaders, gehen auf die Shader Options, machen hier mal dann die Slow-Profil rein, dann. Vielleicht wäre das ein ganz guter Kompromiss aus, wir haben Shader, aber auch Frames. Spielt sich extrem viel flüssiger. Also ohne Aufnahme könnte ich den Shader deutlichst höher drehen, aber mit Aufnahme, besonders wenn Optifine drauf ist, da habe ich schon meine liebe Not bisher gehabt. Aber das ist ein ganz guter Kompromiss. Also jetzt läuft es eigentlich echt. Scharnike. Scharnike. Noch ein Garden. Nice. Dann kommst du da mal weg. Dass sich der Garden hier schön fortpflanzen kann, ne? So, dann kraxeln wir mal hier hoch. Also hier ist es sehr zerklüftet, aber dann muss ich halt ein bisschen Platz schaffen und dann das jeweilige Baustilelement draufziehen, was ihr euch wünscht. Also das ist voll die Umfragefolge, also sagt mir bitte Bescheid, was ihr sowohl von der... Oh, jetzt hatte ich fast vergessen, dass ich die Special-Rüstung hatte. Oder anhabe und keinen Schaden bekomme. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Zum einen mal Shader, ja, nein. Wobei ich glaube, das hier ist ein sehr guter Kompromiss. Es sieht sehr viel geiler aus, aber ich habe noch genug Frames, damit es nicht
ziepelig wird. Das war die andere Frage, die, genau, wie ich bauen soll. Ob ihr euch das eher wünscht, mit dem Gebäude aus Stranger Things, oder ob ihr euch es eher wünscht, dass ich, toll, dass ich, so, ja, in den gotischen Stil baue. Das könnt ihr mir einfach mal sehr gern in die Kommentare hauen. Wäre ich euch unglaublich verbunden. Okay, oben sind jetzt dann die Erze am Werden. Gut, was ich eigentlich in der Folge machen wollte, war die restlichen Assembly Tables noch zusammen zu schustern. Drum gucken wir jetzt mal. Assembly Table Tier 1. Dafür brauchen wir einfach Piston, Stone und Eisen. Haben wir noch Pistons? Und gebratenen Stein haben wir noch. Pistons sieht ein bisschen mager aus. Eisen habe ich hier noch ein bisschen was. Gut, dann muss ich oben mal einen Schwung Kobbel durchjagen. Dann brauche ich noch mehr Eisen. Ist aber auch oben. Ja, müssen wir mal kurz von oben was holen. So, kleine Taschenlampe in die Hand. Oh, ich liebe es doch zu schwingen. So, schön ist das. Also, wir haben hier nochmal 11 Stein, einen Schwung Eisen. Das ist ein Gut. Dann kannst du mir bitte nochmal einen Stack Stein machen. Das wäre unglaublich nett von dir. Ach, das ist schon... ist schon schön. Hat auch den Kommentar bekommen. Celso, schau dir mal Bauvideos an, nicht so ein Scheiß hier bauen. Ja, das ist temporär hier. Ich setze hier ja auch keine Arbeit mehr rein, sondern das wird dann alles oben gebaut. Damit wir bald anfangen können, haue ich auch diese Folge relativ zügig raus, damit ihr mir Feedback geben könnt. Also, Assembly Table 1. Wir brauchen Pistons. 1, 2. So, dann müsste ich den doch eigentlich schon fertig bauen können. Warum waren jetzt 15 Eisen in der Mitte? Was soll's? So, Assembly Table Tier 2. Brauchen wir nochmal 4 Obsi. 1, 2. Habe ich noch Obsi? Nee, ist es Skystone? Habe ich noch Obsi hier irgendwo? Auch Skystone? Hm, ich glaube, ich habe es genau passend gemacht. Das heißt, ich müsste wieder Lava und Wasser einfügen. Außer ich habe da in der Kiste noch ein bisschen Obsidian vielleicht. Bitte? Nope, da ist nichts mehr drin. Molten Iron, Seared Stone, Aluminium Brass, Tin, Aluminium, Bronze. Ne, dann muss ich das bis zur nächsten Folge nochmal schnell machen und die Sachen holen und sowas. Oder wir holen uns ganz einfach den Obsi schnell von unten, komm. Machen wir noch ein bisschen Party in der Folge, yeah. Gehen wir nochmal schnell runter, nehmen wir die Ressourcen mit, die wir finden, wir haben Platz. Und schnappen uns mal 4 Obsidian schnell. Dauert jetzt nicht so lang, als wenn ich... Warum gehe ich eigentlich immer diesen Scheißweg? Nicht den direkten. Dauert jetzt nicht so lang, als wenn ich die ganzen Zutaten für die Smeltery hole. Weil die nehme ich auch runter. Die Smeltery will ich dann auch irgendwann mal leer bekommen, damit ich die dann oben groß wieder aufbauen kann. So, lasst mal gucken. Habe ich hier unten... Nein, da habe ich nur abgepumpt. Dann schauen wir mal da weiter. Wir finden schon was, ne? Ganz gechillt. Da ist doch schon... Da haben wir doch schon alles, was wir wollen. So, ist da drunter frei. Jo, ist es. Hier habe ich noch irgendein Steinchen? Jo. Nehmen wir mal das da. So, 4 Stück. Gut, das Obsidian abzubauen ist natürlich wieder ein bisschen käsig, aber naja, ihr kennt's ja. Was willst du machen? So, darunter sieht's auch gut aus.
Webcam ausgeleuchtet, Webcam ausgeleuchtet. Passt. Das Komische ist ja, ich habe ja zwei verschiedene OBS-Versionen. Einmal das normale OBS und einmal das OBS Studio. Das OBS Studio kriegt irgendwie von der Webcam die Informationen anders als das normale OBS. Das heißt, hier bin ich besser ausgeleuchtet als im Studio. Im Studio muss ich da noch die LEDs und so weiter anmachen, damit man mich relativ gut erkennt. Was hier überhaupt kein Problem ist, ist drüben echt ein bisschen nervtötend im anderen Programm. Schön, 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 schön. Nice. Dann würde ich sagen, ich werde zwischen den Folgen hoch, oder? Machen wir es zwischen den Folgen oder mache ich das jetzt? Ich glaube, naja, kommt Pfeif drauf. Wir sind relativ nah an der Oberfläche. Ich gehe jetzt schnell hoch, dann machen wir das noch zusammen fertig. Was wir uns in der Folge vorgenommen haben. Das ist eindeutig zu dunkel, da komme ich nicht her. Ey, willst du mich verarschen? Bin ich von da oben da runter gegangen? Really? Gut, ich muss da lang gehen, wo die Fackeln rechts sind, nicht links. Habe ich mir wieder verdreht. Ja, es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Seht es mir nach, bitte. Seht es mir nach. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Aufnahme war, aber ich habe dann dermaßen übertrieben und viel aufgenommen, dass ich für eine ganz schön lange Weile genug Folgen hatte. Und deswegen eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt hatte. So, ist hier wieder mal irgendwas ausgeleuchtet? So, da ist es ausgeleuchtet. Da ist es ausgeleuchtet. Ah, jetzt kommen wir doch der Sache schon näher. Ich muss mich hier echt erst an den Shader gewöhnen. Dadurch sieht alles ungewohnt und anders aus. Weil wir da eigentlich mal direkt gucken könnten, wo wir rauskommen, nach oben bauen und dann ganz einfach nach unten fallen können, weil mit der Rüstung hast du dann ja im Prinzip den Express-Aufzug schlechthin. Schneller, als wenn man damit irgendwie Leitern oder sowas arbeitet. Gut, außer vielleicht Darksteel-Leitungen, da kriegt man glaube ich ähnlich viel Speed drauf. Aber Darksteel haben wir noch nicht. Kommt erst noch. So, schwubbeldi, schwubbeldi, schwupp. Jetzt möchte ich nochmal kurz gucken, wie schaut denn der Nether mit dem Schilder aus? Show me the Nether, please. What? Warum habe ich das da liegen lassen? Okay, Glühbirnengas ist on the way. Bestimmt ein sehr heller Zeitgenosse. Ach, warte mal, da müsste ich doch jetzt eigentlich auch den Kobalt hier rauskriegen können, oder? Mauze. Okay, dir reicht nicht. Ich muss auf Level Obsidian dann kommen. One on one, Alter, one on one! Bam! Zähl doch mal besser! Ach komm! Der genau ins Tentakel geschossen hier. Au. Vielleicht mal aus dem Feuer rausgehen selber. Nee, Gas, du bist echt nervig. Könntest du mal auf mich schießen und nicht mal auf den Boden? Wieder daneben. Nee, das macht so keinen Spaß. Ich hole mir mal Pfeil und Bogen und dann geht's an den Kragen. Hässlicher. Obwohl, geht doch. Unten liegt jetzt einiges. Und da ist keine Lava. Dann holen wir es uns doch mal. Ach, das ist alles der normale. Okay. Hui. Na wohl, ich kriege keinen Fallschaden. Haha, scheiß drauf. Au. Aber der Boden brennt. Der Boden ist Lava, der Boden ist Lava. Gast hier. Sehr schön. Die wollte ich eigentlich noch haben. Nice. Na gut, wenn wir schon hier unten sind, dann gucken wir nochmal schnell. Hier haben wir sehr komisch leuchtende Gesellen. Okay, okay, okay. Und wir sind direkt auf einer Niederfestung gelandet. Ja. Kurzer Herzstillstand. Ich dachte, ich bin jetzt durch so einen Zwischengang runtergeflogen, während der Lava gelandet. Das bringt meine Rüstung dann doch auch ein wenig an seine Grenzen. Au. Au. Obwohl ich nur sehr kurz brenne. Okay. Möchte ich mich jetzt nicht beschweren. Okay, gut. Dann haben wir jetzt also auch nochmal. Gut, wir müssen hier sind, kommen.
Wenn wir schon mal hier sind und massiv überziehen, dann überziehen wir gleich richtig. So, wir brauchen nämlich dann noch für Tinker einiges an Quarz. Auch unglaublich viel Redstone. Ja. Mit Haste und so weiter drauf kriegen. So, das sollte vorerst mal reichen. Und spätestens fürs ME-System brauchen wir da auch noch einiges davon. Es wird eh noch so eine Aktion, ein ME-System da aufzustellen. Und ich müsste mir noch was zu essen machen. Ich habe ja oben extra so ein Feld angelegt mit drei Früchten, die zusammen kombiniert ein gutes Mahl ergeben. Und das muss ich auch nochmal machen. Ich glaube, das kann ich aber schnell zwischen die Folgen schieben, da ja, schnell was zusammen kochen, das kennt ihr ja. So, Assembly Table Tier 2, kriege ich den direkt zusammen? Ich kriege ihn direkt zusammen. Schön. Das heißt, das Folgenziel haben wir auch erreicht. Wir haben jetzt alle drei Assembly Tables, die es gibt. Dann kommst du direkt mal mit. Dann haben wir hier Assembly Table Tier 1, Assembly Table Tier 2 und wir haben Assembly Table Tier 3. Nice. Alles, was wir brauchen. Ich habe genau die gleiche Textur. Sowas. Gut, Freunde, ich bedanke mich sehr, sehr fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde erstmal nach oben gehen, die Sachen ein bisschen schmelzen lassen und was zu essen machen. Und dann sehen wir uns mit gefülltem Magen in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich sehr, sehr fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen grandiosen Tag. Bis denn, mach's gut. Und nicht vergessen, in die Kommentare kurz zu schreiben, was ihr auf meine Fragen antwortet. Bis denn, mach's gut. Ciao, ciao.